Vielen Dank, Stuttgart. Geht's euch gut? Super. Perfekt. Es ist schön, wieder so viele Menschen auf einmal zu sehen nach all den Jahren. Mal aus Interesse, wer hat es denn nach all den Jahren geschafft? Immer noch kein Corona gehabt. Mal per Applaus, immer noch kein Corona. Solide, herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt's heute Abend. Nicht schlecht, ich sorge dafür. Heute geht keiner negativ nach Hause. Keine Sorge. Ich komme aus Berlin hierher gefahren. Das heißt, Berlin ist eine große Drogenstadt. Was ich nicht dabei habe, da muss ich einige von euch enttäuschen. Ich habe da keinen Koks dabei heute Abend. Und ich habe auch noch nie gekokst. Und ich weiß, das ist bei meinem Aussehen nicht glaubwürdig. Weil ich sehe aus, als würde ich mir meine Lines mit dem FDP-Parteibuch zurechtrücken. Parteibuch zusammenrollen, nice durch die Nase ziehen, weil FDP-Parteibücher sind sehr dünn. Steht nichts drin. Steht drin, willkommen der FDP. Wenn Sie ein paar Lines genießen wollen, nehmen Sie auch Ihr Parteibuch. Rollen es zusammen und genießen Sie Ihr Koks. Ich habe mal sowas in der Art gesagt bei einer Show. Jemand von der FDP saß im Publikum und der meinte nach der Show zu mir, ja, schon ganz lustig, aber schon auch ein Klischee. Schon ganz lustig, aber schon auch nur die halbe Wahrheit. Er hielt den Kopf so schräg, weil er sich gerade Heroin in den Hals gespritzt hat. Deswegen nur so die halbe Wahrheit. FDP nicht immer gleich Koks, manchmal auch Heroin. Bei der Schatzmeister. Ja, aber ich bin für eine liberale Drogenpolitik. Die meisten Drogen sollten legal sein, denke ich. Ich bin für liberale Drogenpolitik, weil ich bin überzeugt, die meisten von euch sind das auch und ich habe kein Rückgrat. Ich hänge mein Fähnchen nach dem Wind. Liberale Drogenpolitik funktioniert. Kennt ihr Portugal? Ja, drei Leute kennen Portugal. Der Rest weiß nicht, was Portugal ist. Ich erkläre es gerne. Portugal ist ein Land im Süden Europas. Es liegt ja auf der Iberischen Halbinsel. Es beginnt mit einem P. Es endet mit Portugal. Portugal hat eine sehr liberale Drogenpolitik. Ich habe selber gesehen, ich war neulich 3 Tage in Lissabon und ich habe in 3 Tagen Lissabon nur 2 Junkies gesehen. Das siehst du in Berlin, wenn du 3 Tage deine WG nicht verlässt. Deine beiden Junkie-Mitbewohner. Hast du Papers? Nein, Christoph, ich habe keine Papers. Bitte geh zur Uni. Hast du einen Löffel? Nein, Christoph, ich habe auch keinen Löffel. Geh zur Uni. Mach dein Studium fertig, du bist 35. Und das Land braucht dringend Ärzte. Dankeschön. In 3 Tagen Lissabon nur 2 Junkies gesehen. Zufällig unsere Berliner Ryanair-Piloten vom Hinflug. Ich glaube, sie waren es. Ich habe sie nicht gefragt, wo sie herkommen. Ich habe sie nicht gefragt, wo sie eigentlich herkommen. Böse Frage. Ja, man soll Leute nicht fragen, wo sie eigentlich... Leute mit Migrationshintergrund wollen nicht gern gefragt werden, wo sie eigentlich herkommen. Die Frage ist nicht nett. Und ich weiß das, weil ich habe sehr viele Freunde mit Migrationshintergrund. Das ist eine Vermutung. Weil ich habe Angst, sie zu fragen, wo sie eigentlich herkommen. Vielleicht haben 100% meiner Freunde 0% Migrationshintergrund. Ja, ich selber habe keinen Migrationshintergrund. Ich bin aber froh, dass solche Themen besprochen werden heute. Ich bin alt genug zu wissen, dass es nicht immer so war. Ich bin 39. Ich werde meistens ein bisschen jünger geschätzt. Ja, don't hate the player, hate the game. Ich weiß Bescheid. Ich werde jünger. Ich sehe jünger aus als 39, aber wir wollen auch nicht übertreiben, meinte meine Kinderärztin heute Morgen. Als sie mir endlich Hausverbot erteilt hat. Das ist eine sehr gute Ärztin. Sie hat mich erkannt und diagnostiziert, Sie sind gar kein Kind. Bitte verlassen Sie meine Praxis. Das ist eine professionelle Kinderärztin. Aber ich werde alt und das merke ich daran, ich kriege Rücken, zerr mir das Kreuz. Und da war ich beim Physiotherapeuten, ja, kriege Kreuzschmerzen. Der meinte, gewöhn dir mal an, auf dem Rücken zu schlafen, ohne Kopfkissen. Machen die meisten schlafen auf dem Bauch, auf der Seite. Und es wirkt Wunder, ich habe kaum noch Rücken. Das Problem ist, ich sehe jetzt beim Schlafen leider abgrundtief böse aus. Weil ich habe plötzlich die Hände frei beim Schlafen. Und ich lege es halt instinktiv so hin. Das ist kein guter Look. Wer so schläft, hat böse Pläne. Ich kann gleich im Sarg schlafen, im Dracula-Mantel. Ich schlafe auch im Sarg, aber es hat andere Gründe. Es war ein Erbstück. Ja, vom Verwandten, der sich vorsorglich einen Sarg gekauft hat, aber anders ums Leben gekommen ist. Er ist ertrunken, wurde nicht mehr gefunden, schmeißt den gepolsterten Sarg weg. Nee, ich schlaf drin. Nachhaltigkeit ist der Punkt, den ich hier machen will. Es geht mir um Nachhaltigkeit. Ja, und apropos Erbstück, Leute, nicht nur ich werde älter, auch meine Eltern werden älter. Das ist immer ein bisschen komisch, wenn die Eltern älter werden. Weil du willst ja mal Sachen erben von deinen Eltern.
Und ich merke, je älter meine Eltern werden, desto mehr sind die Sachen, die ich ihnen schenke, Sachen, die auch mir ganz gut gefallen könnten. In meinem Haushalt. So, hey Papa, ich weiß, du sitzt im Rollstuhl und du sammelst Briefmarken, aber hier ist ein Mountainbike! Schenken ist eine nette Geste, Leute. Wir sollten unseren Nachbarn wieder was schenken, haben wir verlernt in unserer Kultur. Ich habe meinen Nachbarn was geschenkt neulich, weil sie wohnen im Erdgeschoss, sind neu eingezogen. Die Leute im Erdgeschoss sind der Staubsauger eures Gebäudes. Schenkt ihnen ein neues Schild für außen mit Beleuchtung wie das hier fürs Treppenhaus, Hermes Paketshop. Seid nett zu euren Nachbarn. Leute, mein Name ist Martin Dobler. Vielen Dank, Stuttgart. Yes. Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das komplette Video hier sehen und vergesst nicht zu abonnieren. Das könnt ihr hier machen.